Understood. I'll make sure. We'll be there soon. What did he say? He gave me the rendezvous coordinates. It's close. Herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 6 in der Shake-Kampagne. Wir dürfen Motorrad fahren. Hätte man es denken können. Hey. Okay, ich muss anscheinend nur Gas geben und bremsen und ein bisschen lenken. Ja. Das ist einfach gesagt, das ist getan. Wir haben ja gesehen, was in der letzten Folge passiert ist. Wir sind hier entkommen. Aus der Neo Umbrella Forschungsanlage. Gott, das lenkt sich echt extrem bescheiden. Ah, Baustelle! Au! Ich gebe jetzt einfach mal Vollgas, das kann schon passieren. Juhu. Oh mein Gott! Jake! Ja, ich habe alles unter Kontrolle. Wir nehmen sie alle Feinde. Nein! Hey! Shoot that thing, would you? Wow, das war knapp. Da schreiben wir das noch Koop-Action, wo einer fahren und einer schießen muss. This is really starting to hurt. Next time I'll steal a limo. Oh mein Gott, das ist wie ein Road Rage. Nur anders. Schüttelst du die Verfolger ab? Ja, super. Sherry schießt doch in. Das ist jetzt so schwer zu begreifen. Ah, der wirft Mollis. Ach, hey. Das erinnert mich so an die alten Arcade-Spiele früher. So, ja, ich sag Road Rage und so Sachen. Hey. Aber die Sektion scheint nicht so schwer zu sein. Okay, da ist ein Helikopter, ich revidiere. Wenn ich jetzt schneller bin als er schießt, habe ich ein Problem, oder? Jake! Ah, Sherry. Sie hängt am Helikopter. I can't hold on! Yes, you can! I'm coming! Finden Sie Ihren Partner, ja? Ich weiß ja, wo sie ist. Gott, der bricht alles zum Auto! Wir machen das mit jedem kitschigen Actionfilm, ja? Wir retten die arme, hilflose Frau einfach durch seltsame Stunts mit dem Motorrad. Warum nicht? Ja! Nice catch! Ach hey, ach hey, ach hey! Ich war jetzt überfordert, ich habe nicht gewusst, was ich drücken soll. Immer diese blöden Quicktime-Events in dem Spiel. Die ganzen Szenen davon gehen alle automatisch, du musst nichts drücken und dann kommt ein Quicktime-Event. Auf das du nicht vorbereitet bist und natürlich verhaust ist. Das ist ja logisch. War im fünften Teil ja auch schon so. Ich glaube, im fünften Teil war das schlimmer, denn da haben die Knöpfe immer gewechselt bei jeder neuen Aktion. Oh, der Leck. Sherry schieß. Tschüss, Sherry. Dramatisch immer alles sein muss. So ganz langsam und slow. Warum ballerst du nicht auf die Leute da vorne? Auto! Warum hat Sherry damit so Probleme? Ist sie so unsterblich, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Sie ist doch unsterblich, oder? Oh nein, ich renne in ein Auto und fall hin. Oh nein, oh. Was soll ich nur tun? So, da ist die Rampe. Whee! The helicopter's back! Habe ich das jetzt? Nein. Ich
wollte gerade sagen, habe ich es erwischt oder nicht? Wieder so ein dummer Quicktime-Event. Irgendwie ist die ganze Szene da jetzt irgendwie total out of place. Finde ich zumindest irgendwie. Na, lass mich mal durch. Ich glaube, es kommt kein Helikopter. Und so ist es auch. Jetzt kommt der Quicktime-Event. Dramatisch. Auch überaus kitschig. So, Jake, gib mal Gas. Auto. Warum stehen hier so viele ausgebrannte Autos? Das sind zu viele Autos für meinen Geschmack. Hey! Vergessen wir, dass das Ding auch eine Bremse hat. Ich stehe permanent auf dem Gas. Ja, die sind immer noch hinter uns, Sherry, weil du nicht schießt. Du wirst schießen. Hätten wir das alles hinter uns bringen. So, Molly. Kommt es auch irgendwie nicht wirklich schnell vor? Ja, ja, aufzutreten. Ja, Doppel-Molly, so ist es schön. Und noch mehr Leute. Das ist ein richtiger Action-Kitsch irgendwie. Traktor. Lastwagen. Ein Traktor. Lastwagen. Die werft uns mit Autos. Ist okay. Wie realistisch. Da sind die Manöver für das Grabung drin. Watch out! Ja, ja, ich hab's gesehen, Sherry. Jetzt nur kein Stress. Here we go! Hold on! Yep. Wir fahren aber auch irgendwie so ein Zeitlupe für Motorrad. So, das benutzen wir als Rampe, wie es aussieht. Ja, über den Rotor. Genau. Komm, wir fahren einen Jackie Chan Film. Nur ohne Jackie Chan. Aber der Rest ist gleich. Waren wir gerade nicht noch in der Nähe von der Brücke? Ja, einmal verschwunden ist, auf mysteriöse Weise. I'm fine. Come on. Shit. Looks like Redfield and his Boy Scouts are here too. Jake? Die Szene kennen wir doch. Zumindest aus Chris seiner Optik. Ach ey. Hilfe wäre nett. Ja, und die schießen gleich auf mich. Guckt euch an, du hast keine Zeit, dich zu orientieren. We don't need their help. I didn't ask for it either. I know you don't like him, but if Chris is here. Alright, alright! Nothing about Redfield. Jesus, get low. Was ist da, wenn Chris hier ist, dann ist Chris hier. Das hilft mir auch nicht weiter. Ah! These guys don't know what they're dealing with. Time to clue him in. So was hasse ich immer. Katzen ist aus und du hast gleich eine. Das hasse ich wie die. Das ist nämlich einfach nur schlecht designt von vorne bis hinten. Aber gut, man soll sich ja nicht beschweren, ich meine. Ich habe gewusst, auf was ich mich einlasse. Jetzt nimm die Munition auf, probieren. Wie der Ansturm auch nicht immer funktioniert, das funktioniert anders wieder mit. Schön. Ich kann von allen Seiten hier reinbekommen. Er erwischt mich einfach überall. Ja, ich glaube, man muss dazu nicht viel sagen. Ich glaube, man kann sehen, was hier falsch läuft, oder? Du kommst zu allen Seiten gut gefolgt. Jetzt bin ich gleich tot auch noch. Na,
meine, es ist nicht so überdramatisch wie zum Beispiel Resident Evil 5, da wo es ja teilweise auch ziemlich ätzend war, aber es geht schon mal in den Bereich. Ja, ich muss mein ganzes Lob zurücknehmen vom Anfang, wo ich gesagt habe, hey, es ist gar nicht so schlecht. Ach komm, das nervt schon langsam. Die Kamera ist viel zu nah, die Störung kommt nicht mit und ich bekomme von allen Seiten eine auf die Fresse. Er ist der Letzte. Ah, wie es sich da einfach wegnageln würde. Wechsel doch deine scheiß Schulter. Bekomm einen Rappel. Der schießt permanent. Wer was von Waffenruhe gehört, dass ich ziehen kann vielleicht? Nö. Die ist doch nicht mal hin, das ist super. Du kannst nicht mal zielen! Ja, verdammte Kacke! Das Ding permanent feuert! Treffen tust du auch nichts. Brauche ich jetzt auf einmal doch das Sturmgewehr. Da wird doch gar nicht gesammelt, das letzte Mal. Würde bitte jemand dieses Ding da runterballern? Das kann es doch jetzt nicht geben, oder? Eine Fresse. And I thought we'd be here all night. This way! Okay. Wenigstens bist du noch happy, Jack, was man von mir jetzt nicht behaupten kann. Also noch dümmer geht die Szene ja nicht, oder? Ich meine, das am Highway war ganz nett, aber... Cutscene Gameplay, Kugel in der Fresse. Ist Capcom dumm von vorne bis hinten? Oder... Mögen... Oder machen die Spiele wirklich so, dass die Spieler sagen, ich führe meine Scheiße? Die legen es doch richtig drauf an, oder? Kommt mir zumindest so vor. Aber gut, Sektion überstanden, Gott sei Dank. Und ich habe das Sturmgewehr. Was ich gar nicht gesammelt habe, aber anscheinend, wenn man das Kapitel auswählt, hat man das Zeug. Sieht zumindest so aus. Ja, Chris, seine Leute sind weg. Hey! Ach, ich muss Sherry helfen. Not now. Ja. Sie ist ja nicht so gelenkig wie ich. Die Kamera könnte ein Stück weiter wechseln, das wäre mir ganz lieb. Roger. Aber nein! Capcom gibt mir deinen Mittelfinger. Gut. Wir sind immer noch in China übrigens. Sieht so aus, als würde sich das ganze Spiel nur in China abspielen. Ja, bis auf dieser Flashback am Anfang mit Edonia. Oh! Wollen Sie den Helikopter vom Himmel? Warum muss ich das machen? Wo ist Chris eigentlich? Ach, der kämpft jetzt zu diesem Zeitpunkt gegen diese Schlange. Not sure. Kind of making this up as I go. Is it a mistake? Chris is on the roof trying to take that chopper down. Not going too well for him, is it? Gonna show him how it's done? Ist immer so richtig lustig. Wir sind mal jetzt sagen, hey, ich mach das und das kaputt. Aber ich weiß noch nicht wie. Das finde ich schon noch heraus, so quasi. Die haben keinen Plan, die Leute. Ja, da kommt was hoch. Mit dem ausgerüsteten Bärenkiller. Was ist ein Bärenkiller schon wieder? Ich habe einen Bärenkiller, ich habe einen Elefantenschlechter, das wäre sie. Ach, das Ding heißt so. Da habe ich noch 6 Schuss, jetzt muss ich nur irgendwie hochkommen anscheinend. Bärenkiller, Elefantenschlechter. Früher hatte das noch Kolpyton und Maschinengewehr geheißen, ne, zu meiner Zeit. Nein, wir brauchen coole, awesome Namen dafür.
Im nächsten Resident Evil heißen die Dinger dann Tötungswerkzeug 1, 2, 3 und 4 wahrscheinlich. Hat Chris den Helikopter da auch nicht mit dem Granatwerfer runtergeholt? Oder täusche ich mich da jetzt? Ich dachte schon, dass ich das so gemacht hätte. Aber okay. Ne. Wo laufe ich jetzt wieder? Ich sehe einfach den Weg nicht. Wo ist der Helikopter von Himmel? Ja, würde ich gern. Wenn ich wissen würde, woher. Warum habe ich da jetzt den Weg gezaubert? Hier rüber vielleicht? Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung. Aber okay. Das ist auch immer so irgendwie, das ist total bescheuert. Du hast das ganze Spiel über Missionsmarker, wenn du auf dein Handy guckst, aber wenn du es brauchst, ja, dann sollen sehen, hast du keinen Marker mehr, komischerweise. Also warum habe ich das Ding dann überhaupt? Das macht auch überhaupt keinen Sinn. Sherry hat hier ein fettes Problem da drin. Sag doch was, Sherry, ich bin da hier. Vorher laufen wir schon wieder auf, mal so mit. Da oben muss ich hin. Ich meine, ich habe nichts gegen große, detaillierte Levels, aber jetzt wird's lächerlich. Wir gehen Leiter nach oben, streben nach links und rechts und du kommst trotzdem nirgendwo hin. Kraut, grün. Jetzt bin ich hier oben, jetzt komme ich aber auch nicht mehr weiter. Jetzt kann ich hier wieder runter. Hier ist nix. Hier war ich schon. Bin ich wieder hier? Was ist denn das für ein bescheuerter Abschnitt? Da bin ich ernsthaft zu doof dafür. Das kann natürlich auch sein. Da bin ich hoch. Der Heli ist verfliegt viel zu hoch. Lag noch Zeug. Naja. Ah, da war ich noch nicht. Habe ich da etwa was übersehen? Dann komme ich nur wieder runter. Was zum Teufel? Wenn ich vorher jetzt brauche, treffe ich doch nichts. Jetzt ist die ganze Strebe da im Weg. Oh Gott, der hat immer nur eine Granate drin. Geht das so von hier? Das gibt keinen Sinn, wenn ihr mich fragt. Chris ballert jetzt von oben auf den Helikopter. Okay, das war die Szene, was wir gesehen haben. Was mache ich? Ich schieße da immer so piu piu piu. Chris hat den Granatenwerfer. Wie viel Schuss hält denn so ein blöder Heli aus? Habe ich es geschafft oder ist Chris jetzt tot? Ja, ich habe es geschafft. Guck mir in die Augen. Come on, let's go. Our orders are to avoid contact with anyone. Does he know that Wesker was my father? I don't think so. Why? No reason. Maybe I just rubbed him the wrong way. Ich glaube, wenn er es wissen würde, hätte er dich schon lange erschossen. Aber das war dran. Begeben Sie sich zum Zielort. Ich meine, Wesker und Chris waren ja die besten Freunde. Die hatten sich sowas von lieb. So, Pistole. Ich habe auch meine Fähigkeiten wieder ein bisschen abgegradet. Ich habe jetzt das meiste schon auf Stufe 2. Sowas wie Verteidigung und Präzision ist auf Stufe 2. Und noch eins ist auf Stufe 1. Also die drei Skills, was ich vorher schon hatte. Did you even see the kind of helicopter they sent after us? And a bird like that cost around $15 million. Man, terrorism is lucrative. Maybe they have an oil baron or two in their pocket. Oil barons, huh? You know, the country I was born in, people think Uncle Sam causes most of the problems in this world.
Ja, da könntest du recht haben, Jack, dass Amerika dafür verantwortlich ist für die meisten Probleme in unserer Welt. Aber ich will mich da jetzt nicht in so eine politische Diskussion versteifen. Ja, ich gebe dir mal so ganz im Stillen recht. Im Kopfnicken, so zwinkern. Oh, Feinde. Oh, Kisten. Das sind wichtiger als die Feinde. Blendgranate. Yeah, sure. Everyone loves to blame America for everything. We're not a bad guy, Jake. Look, these terrorists have unleashed bioweapons on our country too. So the whole world's going to hell. And you're the only one that can save it. Well, shit. As long as there's no pressure, right? Frage, wo sind jetzt diese Chavo hingelaufen? Sie kamen von hier und sind hier lang gelaufen, aber hier ist ja nichts. Erzählt mir nicht, die sind da rüber gesprungen. Und übrigens, Sherry, wer hat angefangen mit dem Biomist? War das nicht Umbrella? Waren das nicht Amerikaner? Aber okay. Die haben zwar in Afrika damit angefangen, aber... Kleine Details. Kleine Details. Roger. Was sind schon ein paar Millionen tote Menschen? Ich meine, ja, es... Wir verbreiten uns ewig Küchenschaben, von dem her, hey. Passt schon. Kein Problem. Da sind sie. Waren sie am Weg zum Einkaufsweg? Ja, die schießen. Hey, everywhere you look, there's more of these assholes. Sucks being so popular. Ist auch schon, dass jeder von denen automatisch Waffen hat, oder? Da, Arschloch, friss. Aus dir kommt doch gleich wieder so ein Leguan raus, oder? Ja, und da kommt er. Da kommt er. Für mich auch. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, du bist tot. Wo war Sherry jetzt die ganze Zeit? Die hätte mir auch helfen können. Sturmgewehr mit Granatenwerfer, definitiv praktisch dieses Ding. Müsste ich nur noch mehr Munition finden. Ah, ich hasse dieses komische Knirschgeräusch, was man gerade gehört hat. Das geht. Mach ich überhaupt nicht. Ich habe so viel Schrott dabei, dass ich nichts mehr nehmen kann. Zum ersten Mal ist mein Inventar voll. Schmeiß mal die Blendgranaten weg. Heilung ist wichtiger. Was die blöden Blendgranaten keiner hernimmt. Die auch überhaupt nichts bringen. Wollen meine Schnipper. Ach Gott, der Hund wackelt. Super Jake, ist er mutiert? Held. Noch was? Nee. Ach, da ist er! Das ist ein komischer Tentakel. Stehst du immer noch? Ich glaube, es hackt. Puff! Und da verwandelt er sich wieder. Warum hat Jack keine Shotgun? Die ganze Sache eben so einfach machen. Ah, oh, jetzt bauen wir die anderen Viecher. Mag ich gar nicht, wenn die anderen Viecher spawnen. Idiot. Der spawnt jetzt 100%, wenn ich vorbeigehe, oder? Es ist mir so klar, dass der spawnt, wenn ich vorbeigehe. Na? Schläfst du noch oder spawnst du schon? 100% gleich. Geh mal hier drauf. Sieht sicherer aus als unten. Ja, sieht fast aus, als müsste ich sogar hier oben mit Jack. Ein Check ist weiter. Ja, ich kann nur hier. Um die Tür zu öffnen, natürlich. Sherry, it's open. Oh. Das sind so eklige Viecher. Au! Natürlich erwischte mich.
Na, Sherry, jetzt komm doch endlich. Der ist zu doof, um durch die Tür zu gehen, oder wie? Au. Da hat mich was erwischt. Und die Waffe ist leer. Super Timing. Bis auf die letzte Kugel genau ausgerechnet. So. Aber man hat mehr Munition, als wenn mit Chris steht, ich weiß. Chris hat immer so den kurzen Ast bekommen, den kurzen Stock mit der Muni. Der hat immer fast nichts, nur mehr 40, 80 Schuss sowas. Die sind immer gleich leer. Okay. Auf den Schädel. Was war denn das denn mal? Ich will es gar nicht wissen. Smells like death. Just like Adonia. Nur dass jetzt kein russischer Tod ist, sondern chinesischer. Duftnot ist wahrlich anders. Oh! Werde ich jetzt beinahe übersehen. Verlass mich da jetzt auf meine Knockout-Taktik. Ich glaube, das ist intelligent. Oder auch nicht. Aua, aua, aua. Ach Gott, da kannst du Muni durchlassen mit dem. Sherry kann das auch. Aua. Aber ist mein Sturmgewehr, wenn ich's brauch. Natürlich verpuppen sich wieder zwei. Ich habe noch 9 Granaten, von dem her kann ich mich da noch ein bisschen damit anfreunden. Muss ich halt nur warten, bis die Dinge schlüpfen. Ah, ich habe einen Marker, so ein Zufall. Sieht schon eklig aus irgendwie. So, liebste Sherry, wir gehen mal weiter. Einfach weil ich will. Und weil ich es kann. Und weil es so sein soll. Und hier ist nämlich. Ach, hier. Die beiden Weg nicht mehr gesehen in Treppenmaß. Gut. Dann. Da kann ich mich drin verstecken. Warum auch immer. Das ist so sinnlos. Ist das für Korb, dass ich mich vor seinem Partner verstecken kann? Kann das sein? Das ist total sinnfrei, die Aktion, aber okay. Wie es weitergeht hier in der Chat-Kampagne bei Resident Evil 6, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und ich sage wie immer, stay tuned. And so long.